Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX oder EdgeTX Weekly. Beziehungsweise, so kann man das eigentlich gar nicht sagen. Es geht heute so ein bisschen um Elektronik. Was tut sich da bei den verschiedenen Projekten, die bei mir so laufen? Und ja, heute geht es mal um das schon lange brodelnde Senderpult. Ich habe mich entschlossen, ja, da für eine neue, kleinere Elektronik zu entwerfen, also zusätzlich dazu zu entwerfen, und mit der habe ich jetzt erstmal weitergemacht, bevor das mit dem größeren Senderpult weitergeht. Ja, ihr seht auch hier keinen Radiomaster, sondern ihr seht jetzt meine X12S, ja, einfach deswegen, weil ich die ja mit einem Touchscreen ausgestattet habe, könnt ihr gleich auch nochmal beobachten, wenn sie an ist. Und ich habe auch jetzt den Erweiterungsport nach außen geführt, so ähnlich wie bei der Radiomaster TX16, habe ich hier auf so einen Magnetverbinder gelegt, zeige ich euch auch gleich, wenn es im Betrieb ist. Nicht dran stören, das ist nicht ganz zusammen hier, weil ich die Anlage ja ständig auf und wieder zu baue, und nur für das Video ist sie jetzt praktisch wieder zu. Ja, das ist der Sender, das ist das kleine Pult. Ich habe an das Pult oder an die Pultelektronik habe ich jetzt zwei von diesen sechs Achsen Space-Mäusen erstmal angeschlossen. Da gibt es hier zwei Verbinder. Da kann man diese Space-Mäuse verbinden. Muss man nicht, da kann man noch irgendwas anderes Serielles anschließen. In diesem Fall erstmal die Space-Mäuse. Dann haben wir hier die Verbindung zum Sender. Und dann haben wir hier noch einen Port frei, da können wir nochmal ein S-Bus, I-Bus, SUMD oder was auch immer Signal einspeisen, beispielsweise wenn man also noch einen Empfänger als Verbindung zu einem anderen Sender benutzen möchte, dann kann man das hier auch noch einstecken. Und was man hier auch noch sieht von Unterseite, ein Standard HC05 Bluetooth-Modul ist auch noch hier mit eingesteckt, und das dient eben dazu, die Verbindung zum Tablet herzustellen und der Software auf dem Tablet. Das kommt aber in der nächsten Folge, beziehungsweise das habt ihr ja auch schon mal gesehen. Jetzt nehmen wir erstmal hier das kleine Pult in Betrieb. Wie gesagt, ich habe so einen Magnetverbinder, den kann man dann hier einfach mal einschnappen lassen, wenn man ihn dann richtig rum reinsteckt. So. Gut, alles auf dem Bildschirm oder auf dem Video drauf. Hoffentlich. Ja, legen wir es mal so irgendwie dahin. Gut, das ist natürlich jetzt noch nicht eingebaut. Okay, geben wir mal Gas. So, okay, ja, viel ist nicht zu sehen im Grunde genommen. Gucken wir uns die Modellkonfiguration mal an bei den Mischern. Ihr seht hier die Mischer. Vielleicht sollte ich das noch mal ein bisschen fokussieren. Da steht überall eingetragen TR1, TR2 und so weiter. Das sind die Trainer-Inputs. Sie sind auch schon gelb unterlegt. Das bedeutet, dass die Anlage hier auch das Schülersignal erkannt hat, was von der Pultelektronik hier produziert wird. Und da habe ich jetzt ein ganz einfaches Setup gemacht. Ich habe einfach 12 Kanäle definiert für 2x6 Achsen von den Space-Mäusen. Gut, gehen wir mal in den Kanalmonitor hinein. Dann kann man hier sehen, dass man Rotation zum Beispiel hier, das ist der oben rechts, oder eben das Schieben. Schiebe ich in zwei Achsen, ja, oder gehen wir auf den anderen Monitor. Rotation, Schieben, Kippen, alles drin. Ist natürlich so jetzt ein bisschen schlecht zu bedienen. Es ist besser, wenn die Dinger eingebaut sind und man sie fest in der Hand halten kann. Dann funktioniert das besser. Außerdem habe ich momentan gar keine Ahnung, wo der Norden ist von der Maus, also wie die Achsen sind. Ah, da ist der Stift. Die müsste ich eigentlich auch so halten. Genau, dann gelingt das ein bisschen besser mit den einzelnen Ansteuerungen. Aber das wird natürlich noch besser, wenn sie später dann eingebaut sind im Senderpult. Ja, und die nächste Stufe ist dann, wie gesagt, das Bluetooth auch noch
in Aktion zu versetzen oder auch so einen Empfänger anzuschließen. Aber da habe ich ja schon öfter Videos zu gemacht, wie das funktioniert mit einem Empfänger und dann noch einen weiteren Sender verbinden. Ja, also der große Wert von dieser kleinen Pultelektronik ist eben, dass man überhaupt eben das Pult an den Erweiterungsport anschließen kann, ohne dabei einen weiteren Anschluss zu verlieren, denn man kann nach wie vor noch einen Empfänger hier anschließen und über Bluetooth, also über das externe Bluetooth, kann man auch das Pad anschließen. Theoretisch hat ja die Anlage auch noch, nicht nur theoretisch, sondern praktisch hat die Anlage ja auch noch ein Bluetooth-Modul drin. Und auch das kann man verwenden für die Verbindung von einem weiteren Sender. Das geht aber nur von FreeSky Bluetooth Modul zu FreeSky Bluetooth Modul. Deswegen muss man bei externen Verbindungen eben die Variante über ein Standard HC05 oder ein anderes, meinetwegen auch Low Energy Bluetooth Modul dann machen. Okay, das war mal ein kleiner Update zu der Geschichte mit dem Senderpult und hoffe, dass es dann auch weitergeht, wobei es bei mir in der letzten Zeit ja alles etwas langsam ist. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.